zu unserem 20. Tutorial auf dem Kanal. Ja, das ist schon einige Zeit her, wo ich mal angefangen habe. Ja, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie wir Scoreboards machen. Das ist gar nicht so kompliziert, wir müssen aber nur eine neue Klasse machen in diesem Fall. Ich mache es immer gerne, die nennen wir Scoreboard Class. So, und in diese Scoreboard Class müssen wir eine Methode reinmachen, in diesem Fall public static void update scoreboard Klammern player p. Da könnt ihr es auch immer wieder reinbasteln. Ich finde es aber ganz schön mit der Methode, weil es dann viel einfacher gestaltet ist. So. Als erstes müssen wir uns ein Scoreboard setzen. Das ist einfach Scoreboard B gleich Bucket.getScoreboardManager.getNewScoreboard. So. Damit hole ich mir als erstes das Scoreboard. So, dann fragen wir ab if B.getObjective. In diesem Fall der Name. Das nennen wir jetzt einfach mal Tutorial, das ist unser Objective Name. Ausrufezeichen gleich null. Also wenn es noch nicht, wenn es null ist, also wenn es schon, wenn noch nicht gesetzt ist, dann machen wir B. Dann machen wir Objective OBJ gleich B.register new Objective. In diesem Fall unseren Namen, das ist einfach Tutorial. Warum Tutorial? Tutorial haben wir, wollen wir unser Objective nennen. Ihr könnt das nennen, wie ihr wollt. Als zweites kommt ein Kriterium. Das könnt ihr eigentlich nennen, wie ihr wollt. Es ist nur für später wichtig, wenn ihr alle möglichen Scoreboards mit diesem Kriterium haben wollt, dann könnt ihr halt einfach jetzt zum Beispiel, ihr nennt das Dummy oder Test. Dann könnt ihr über diese Kriterien auch wieder alle Scoreboards mit Test bekommen. Ich lasse jetzt einfach mal Test, wobei es eigentlich total unwichtig ist. So. Um das Ganze ein bisschen schöner zu gestalten, möchte ich jetzt aber einmal so machen, dass wir nicht zwei unterschiedliche Methoden machen, sondern einfach nur das Objective ändern. Das heißt, wir machen jetzt in diesem Fall OBJ gleich B.register und setzen hier das Objective. So, das heißt, hier wird es übergeben, dann machen wir else OBJ gleich B.getObjective und dann in diesem Fall Tutorial. So, was genau ist dieses Objective? Dieses Objective ist sozusagen unser Scoreboard. So, dann müssen wir halt ein paar Sachen machen. Also hier können wir einmal machen obj.setDisplaySlot. Jetzt können wir hier was mehrere Sachen auswählen. DisplaySlot. Das seht ihr jetzt hier below name, playerlist und sidebar. Für uns kommt jedenfalls sidebar in Frage. Ich hoffe, das geht jetzt an dieser Stelle, aber ich glaube, das geht schon. So, das heißt, wir setzen in diesem Fall das obj auf den DisplaySlot sidebar. Ihr könnt es auch in der Playerlist machen. Da könnt ihr ganz viele Sachen machen. Ihr kennt das ja, in der Playlist könnt ihr mittlerweile oben auch solche kleinen Nummern anzeigen lassen. Und das können wir später auch mal machen, vielleicht. Ja. Auf jeden Fall möchte ich in diesem Fall einfach das nur auf die Sidebar setzen, das Scoreboard. Ja, damit, weil es ja halt ein Side-Scoreboard sein soll. Und da wir es hier noch nicht gesetzt haben, müssen wir eben auch noch einmal den Display-Slot setzen. Hier ist es ja schon bereits gesetzt, deswegen müssen wir da nichts mehr machen. Jetzt können wir einfach machen OBJ und Set von GetScore. So, und dann mache ich hier diesen Score bla bla. Punkt Setscore 0. Was genau macht das Ganze? Als erstes machen wir jetzt einfach hier, tragen wir jetzt was ein. Gerade das, was wir halt reintragen wollen. Wir können jetzt hier zum Beispiel, als erstes machen wir den leeren Slot. Ganz unten. So. Hier machen wir es einfach noch mal eben ein Boolean rein. Boolean as scoreboard gleich false und dann as scoreboard gleich true. Das ist nur für uns gleich wichtig. So, jetzt müssen wir einfach hier diese Zahlen hochzählen, weil ihr könnt halt Scores nicht doppelt vergeben. Sie muss es hier hochgehen. So, und ich habe hier mehrere Nachrichten bekommen. So, in diesem Fall von 0 bis 6. So, dann machen wir hier jetzt zum Beispiel eine Sache rein mit Paragraph C. Und machen wir hier oben. Ja, Paragraph 7 Server Doppelpunkt. Hier können wir so noch ein Paragraph 8 reinmachen. Also, ihr könnt hier bis zu 16 Zeichen in jeder Zeile machen. Und machen wir Paragraph C Tutorial. So, und hier seht ihr jetzt, hier wollen wir vielleicht ein leeres Zeichen machen. Ihr seht aber, dass es hier doppelt vergeben würde. Deswegen müssen wir hier ein Leertaste reinmachen, damit ist es nicht mehr doppelt. So, und hier machen wir jetzt nochmal rein, Paragraph 7. Your name.
Und dann können wir einfach hier was reinmachen, das haben wir aus dem letzten Tutorial gelernt. Das können wir einfach per.get get playerlist name. So, damit kriegen wir den playerlist name, den wir auch in der Playerliste sozusagen steht. Und hier oben wollen wir auch ein Leerzeichen machen, deswegen müssen wir es hier so setzen. So, dann fragen wir ab if non has scoreboard scoreboard gleich false, also ob es noch nicht gesetzt ist sozusagen. Und dann machen wir p.set scoreboard oder ein B. So, das wäre es auch schon. Und damit updaten wir jetzt unser Scoreboard. So, dann machen wir in den Join-Listener, gehen wir jetzt rein. Und hier machen wir dann einfach Scoreboard Class. Ja? Scoreboard. Das muss ein R rein. Refactor. Rename Scoreboard Class. Finish. Scoreboard Class. Update Scoreboard P. So, das heißt, wenn er joint, sollte er jetzt dieses Scoreboard erhalten. Dafür exportieren wir das Ganze einmal. Wir starten unseren Server, wie ihr das schon kennt. Starten unser Minecraft. Und testen unser Scoreboard aus. So, ihr seht, bis jetzt kein Fehler. Das heißt, jetzt ist die Frage, ob es noch beim Join oder so ein Fehler kommt, aber an sich sollte es nicht. So. Okay. So, jetzt joinen wir, treten wir einmal unseren Server bei. Wir gucken jetzt einmal, ob hier ein Fehler kommt. Und nein, es kommt kein Fehler und ihr seht hier Tutorial, your name, YellowPhoenix18, Server Tutorial. Ja, ihr könnt jetzt auch theoretisch bei diesem Name, den ihr hier oben seht, den wir hier gesetzt haben, wo bin ich jetzt? Oh, da fällt mir auf. Wir können noch mehr machen. Ihr seht hier Tutorial, hier steht einfach nur Tutorial drin. Wenn ihr dem aber einen anderen Display-Name geben wollt, dann könnt ihr einfach machen obj.setDisplayName. Dann könnt ihr hier zum Beispiel reinmachen Paragraph 7 Tutorial. Disp. So, das Ganze ziehen wir jetzt einfach mal hier raus und machen das hier rüber. Das ändert nämlich ja nichts. Wir können das auch immer wieder updaten. Das ist nicht festgesetzt mit dem Update. So, jetzt reloaden wir das Ganze einmal. Jetzt seht ihr, es aktualisiert sich nicht. Aber damit es sich aktualisiert, müssen wir halt immer wieder sozusagen diese Methode Update Scoreboard ausführen. Und jetzt seht ihr, es hat sich aktualisiert. Ja. Wie kann man das Ganze jetzt andauernd aktualisieren? Wenn ihr es immer aktualisieren wollt, dann macht ihr immer p.scoreboard, sondern dann macht ihr immer diese Methode, führt ihr immer aus, wenn ihr es aktualisieren wollt. Das heißt, ihr könnt es auch theoretisch sekündlich aktualisieren. Oder mit dem Auto-Messenger können wir es machen. Können wir einfach mal hier haben wir die Auto-Messenger-Sache, die aktualisiert sich alle 20 Sekunden. Und dann machen wir hier einfach noch eine neue Methode: public static void update scoreboard. Scoreboard. So, und dann machen wir das Ganze wieder mit dem Scheduler. Wackel get Scheduler. Scheduler sync delay sync repeating task. In diesem Fall dann tutorial.m. Für euch dann eure entsprechende Main-Klasse. Dann new runnable. So. Und dann 15 und 20. So. Damit könnt ihr es halt immer wieder aktualisieren. Sekunde sozusagen. Der Knackpunkt ist halt bei dieser Methode, dass sich das Scoreboard immer ein bisschen flackern wird ab und zu. Das lässt sich aber auch noch mit einem kleinen Trick beheben, den werde ich aber auch noch mal ein anderes Mal dann zeigen. So, machen wir einfach Update Scoreboard P. Update Scoreboard All müssen wir machen. Und dann machen wir einfach for, dann kann man Player All Bucket.getOnlinePS. So. Können wir machen, können wir nochmal was Lustiges einbauen in das Scoreboard, damit es ein bisschen interaktiver wird. Hier können wir jetzt zum Beispiel noch einbauen, hier oben, das ziehen wir eben hoch, so, dann setzen wir es hier oben dran sozusagen, hier ein weiter rein, hier mal kommt dann 7, 8, 9, so, hier könnten wir noch ein Paragraph 18 setzen, so, und hier machen wir Time, Paragraph 8, doch, Punkt. Und hier machen wir in diesem Fall bucket.getWorld. In diesem Fall einfach unsere Welt World. GameTime müsste es sein. Oh ne, GetTime. So. Und hier kommen wir noch davor, müssen wir jetzt das so setzen, damit das zum String wird. Und hier können wir noch ein Paragraph 7 vorsetzen, damit die Zeit dann halt auch so sein wird. Oder wir können es mit dem 6 machen, das ist ganz schön. So, jetzt exportieren wir das Ganze. Wir loaden den Server, jetzt werdet ihr auch gleich sehen. Es aktualisiert sich jetzt immer wieder, theoretisch.
Wenn ich auch die Methode irgendwie ausführen würde. Hier oben muss sie ja auch noch ausgeführt werden. Update Scoreboard. Und updaten wir das Scoreboard in dieser Methode. Hier seht ihr es ja, ne? Diese Update-Methode. So, das exportieren wir jetzt einmal. Reloaden nochmal den Server. Und ihr solltet sehen, die Zeit aktualisiert sich. Ihr seht, unsere Zeit aktualisiert sich jetzt hier. Ihr seht auch, es ist kein Flackern vorhanden mit der Methode. Oder nur wenig. Wenn es dann mal flackert, dann ist es eher seltener. Und ihr seht, unsere Zeit aktualisiert sich immer wieder. Ja, ganz schöne Geschichte. Ihr seht halt im Sekundentakt, wenn ich jetzt slash time set 1000 mache, sollte auch gleich hier. Genau, ihr seht jetzt, die Zeit verändert sich. Ja, und das ist heute mein Tutorial zu den Scoreboards gewesen. Ihr seht, es flackert an sich gar nicht, beziehungsweise sehr selten, wenn es dann überhaupt mal flackern sollte. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen und geholfen. Ich würde mich natürlich über einen Daumen hoch und ein Like und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.